Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Watch Dogs Legion. Im letzten Part haben wir diesen netten Herrn hier freigeschaltet, das Kelly-Kapitel abgeschlossen. Hier ist einmal ein Sanitäter, der mir wieder vorgeschlagen wird zum Rekrutieren. Eines Tages werde ich's machen, wenn ich den perfekten Sanitäter getroffen habe, aber jetzt noch nicht. Und in dem Video müssen wir unbedingt Val Samuel wieder befreien. Das ist das allererste, was ich mache. Das ist mir so wichtig. Val. Wir gehen einfach mal auf Mission. Infiltration, Lücken in der Verteidigung, Bezirksmission haben wir nicht hier. Val Samuel wurde entführt. Ich sage immer Sam, aber du heißt Val. Und das werden wir jetzt machen. Das kann ich angehen, dass der Val einfach entführt wird. Ey, und das wird Liz machen. In welchem... Wo ist das drin? Achso, in diesem Obdachlosenpark. Ja komm, da passt Liz doch rein ins Bild. Du, bist du bereit? Scheiße, ja. Yeah. Okay. Der Kidnapper ist hier und noch ein paar andere zwielichtige Gestalten. Du müsstest den Aufenthaltsort des Entführungsopfers aus seiner Optik erfahren können. Ich war hier schon drin, um Technikpunkte einzusammeln. Deswegen weiß ich, dass ihr es gar nicht mal so schlimm bewacht. Muss den Kidnapper hacken. Okay. Das heißt, ich muss die Daten herunterladen. Wisst ihr was? Das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Albion muss weg! Also eigentlich Clan Kelly in diesem Fall. Unterwerft euch diesen Herrscher nicht! Erhebt euch! Erhebt euch! Sie können uns nicht klein halten, wenn wir zusammenstehen. Zusammenstehen! Kämpft die Herrschenden! Sie können uns nicht ignorieren! Rein hier! Wir übernehmen jetzt den Schladen! Nur wer es nicht versucht, scheitert! Die kämpfen jetzt hier irgendwie schon da hinten. Aber wie werfe ich denn? Keine Ahnung, wie ich das Ding werfe. Wie kämpft man nochmal? Okay, ich weiß wieder, wie man kämpft. Alles gut. Aua. Ich geb dir Deckung. Verzieh dich besser. Scheiße. Okay, ich weiß wieder, wenn man kämpft. Alles gut. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Verbindung zur Agentin Liz Green. Du hast mal gegen Liz ermittelt? Ja gut. Jetzt hat Liz es dir zurückgegeben. Sehr gut. Ha! Frechheit. Ich möchte... Liz? Danke. GPS-Analyse abgeschlossen. Ich habe eine Spur unseres Entführungsopfers. Schick mir alle Details zu dem Ort. Und hier müssen wir jetzt hin und den Agenten retten. Und ich würde sagen, da können wir mal wieder jemanden reinschicken. Welches Gebäude ist das? Das ist jetzt schon wieder so ein Ganggebiet. Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir hier mit jemandem wie Ihnen rein. Oder zumindest... Ne, mach mal eine Schnellreise. So, dann wechseln wir einmal den Agenten. Und ich würde sagen, um Val Samuel zurückzubekommen, kann endlich mal Jon Hassan sich um diesen Job kümmern. Warte mal, du hast auch ein Auto? Er hat auch ein Auto. Oh mein Gott. Unser entführtes Mitglied ist hier. Oh, und auch ein paar bewaffnete Wachen. Wie nett. Oh, was gibt's denn hier für Kleidung? Die müssen wir uns mal anschauen. Aha, solche Outfits also. Mhm. Das ist doch ganz hübsch. Naja, was mich eher interessiert ist Masken. Was für eine Maske trägst du? Die hier, die passt. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, rein ins Getümmel. Hier kommen wir nicht rein ins Getümmel. Doch, da kommen wir einfach rüber. Keine Ahnung, was du da gemacht hast, Bro. Jetzt aber nicht mehr. Den haben wir weggemacht. Und Kelly voll Strecker. Hui. Jemand mit ordentlich Ausrüstung. Jetzt müssen wir hier rein oder wir gehen einfach mal da rauf. Und hier hoch. Und hier haben wir einfach eine Nachrichtendrohne fliegen. Schön. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier haben wir ein Tor. Hier können wir reingucken. Okay. Das wird jetzt keine große Herausforderung, den Laden da zu übernehmen. Muss nur irgendwie runterkommen. Ja, komm ran. Entschuldigen Sie, Miss. Ich mach euch weg. Easy. Hey, Val, tut mir echt leid, dass du in diese Situation gekommen bist. Wir waren noch Homies. Wie konnte das passieren? Ich würde sagen, wir holen uns jetzt auf jeden Fall noch was aus diesem Tresor. Kann ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, schon gemacht. Ich war hier schon. Der Ort kommt mir auch ziemlich bekannt vor. Dann gehen wir einfach mal raus. Okay, Val. Noch ein bisschen weiter weg. Alles klar. Du bist ihnen wohl ausgewichen. Unser Mitglied ist wieder einsatzbereit und ein weiterer Feind von DedSec ist ausgebremst. Gut gemacht.
Gut, wir haben Val gerettet. Jetzt können wir uns wieder an die nächste Mission machen. Das war irgendwas mit der Hackergruppe 404. Und der werden wir direkt nachgehen. Initiation 404 Mission. Sabine hat ein Hacktivisten-Netzwerk namens 404 entdeckt, das vielleicht wertvolle Informationen zu Zero Day besitzt. Jo, machen wir. Ich krieg dafür 3000 ETO. Ich werd so reich. Verfolgen. Jo. Gehen wir einfach hier hin. Und das machen wir mit Chi-Quok. Heißt doch nicht wirklich Chi-Quok, oder? Gibt es so, solche Namen, wo noch so ein K... Egal. Fantastisch. Los, runter damit. Du wurdest ausgewählt. Jetzt krieg dich mal wieder ein. Ich hatte gerade mal einen. Genau. Das gefällt mir. Oh, es war unglaublich. Gerade mal ein. So, dann gehen wir hier einfach mal lang. Genauso fühle ich mich gerade. Ich beherrsche mich. Hallo, bist du verrückt? Bist du wahnsinnig, Junge? An alle Einheiten. In ihrer Nähe wurden eine oder mehrere Verdächtige gemeldet. Zentrale, wir haben verstanden. Ende. Ah, jetzt muss ich mich verstecken. Ich gehe einfach mal hier hin. Und dann mache ich einfach einen hier rauf. So bin ich gut getarnt. Zentrale, ich kann hier muss jemand sein. Auf die Suche. Anweisung. Drohne, Gebiet gründlich durchsuchen. Zentrale zurück. Das hat keinen Sinn. Sehr gut. Auf CTOS-Hub. Oh, hatten wir nicht hier schon mein CTOS-Hub gehackt? Und wie siehst du denn aus? Bühnenhelferin, leichtfüßig. Du hast einfach denselben Style wie Val, aber nochmal geiler wegen dieser Jacke. Nice. Oh ne, hier geht man dann so rein, okay. CTOS-Hub lokalisiert. Und hier ist das Hub. 404 wurde raufgeschmiert, okay. Dann wird's wohl richtig sein. Wenn du das hörst, heißt das, du möchtest mehr über 404 erfahren, Val. Wissen, was wir wissen. Tun, was wir tun. Begib dich zum Walkie-Talkie-Club. Es ist nicht gerade ein Geheimnis, dass er nur eine Fassade für Clan Kelly ist. Aber da gibt es noch andere Geheimnisse. Vor Ort erfährst du mehr. Der Hub hat gerade eine Riesenmenge Daten an deine Optik geschickt. Wie dreist. Wie dreist. Ich finde die Reflexion auf der Jacke gerade richtig schön. Als ich ihn rekrutiert habe, hat er es noch nicht so schön reflektiert. Naja, dann gehen wir mal zu diesem Club. Und da können wir doch, ja... Thelma Green ist unsere Expertin, wenn es um Clubs geht. Bagley hier, wie lief's denn vorhin so? Ich glaube, wir bekommen Zuwachs. Bereit? Ich bring dich direkt ins Krankenhaus. So, und du wirst jetzt freigegeben. Mutter von Alex Albrecht. Solltest du nicht abgeschoben werden oder so? Stell dir vor, du wirst einfach gefangen genommen, nur weil du die Mutter von Alex Albrecht bist. Der irgendwie ein paar Tote auf dem Gewissen hat, weil er Leute hypnotisiert. Naja, gehen wir mal weiter zu diesem Club. Oh, shit. Nicht hingucken. Mist, ich glaube, die haben nicht hingeguckt. Okay, gut. Sie haben nicht hingeguckt. Das war eben knapp. Das hätte richtig schief gehen können. Inzwischen solltest du Fenchurch Street 20 erreicht haben. Der Walkie-Talkie-Club befindet sich im Gebäude ganz oben. Da kommt man nur mit dem Aufzug hin. Oh, ich war in dem Gebäude hier schon mal. Hier habe ich mich versteckt. Rezeptionist. Arbeitet beim Walkie-Talkie. Hast einen Kelly, wenn der... Du magst Clan Kelly nicht, aber das arbeitest hier, okay? Meinetwegen, was man nicht alles fürs Geld tut, ne? Vielleicht ist er auch auf einer anderen Mission. Du hast den Walkie-Talkie-Club erreicht, wo diejenigen mit mehr Geld als Verstand beides verlieren. Der Walkie-Talkie-Club wird von allen möglichen Mitgliedern der korrupten Elite frequentiert. Und die Besitzer, Clan Kelly, haben vor Ort eine KI, die Erpressungsmaterial sammelt. Finde diese KI, damit wir mit eigenen Augen sehen können, was dieser korrupte Abschaum zu verbergen hat. Okay, 404 scheint Clan Kelly nicht zu mögen. Aber das hier ist echt ein schöner Club, ne? Also ich meine, die Akustik wäre wahrscheinlich ein bisschen anstrengend, oder? Sonst sieht es optisch ja ganz nett aus. Ja, dann muss ich dann vor Ort sein, okay. Aber ich weiß schon, wie ich da reinkomme. Ich muss nur einen Spider-Bot finden. Da durch und wo sind wir hier? Sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. Hübsches Gebäude. Dann hier rein. Manchmal kann man nicht so hoch springen. Und hier habe ich schon aufgemacht. Das heißt, hier sind wir angekommen. Erstmal mache ich das hier auf, damit wir hier auch durchgehen können. Wenn wir müssen. Dann haben wir hier noch eine Maske, die nehme ich mit. Und hier unten ist ein Hub. Mit dem muss ich jetzt noch nicht interagieren, aber wahrscheinlich kommt das noch. Tja, du hast hart gearbeitet und bist dran geblieben und jetzt haben wir nichts. Die KI ist gar nicht hier. Nur ein Relais, das die Daten aus dem Club nach draußen schickt. Ich finde raus, wohin und du findest raus, wie du aus diesem lauten, widerlichen Drecksloch kommst. Deal? Deal. Als ich übrigens das erste Mal von diesem Ort gehört habe, also vor ungefähr
zwei Minuten. Da dachte ich, das hier wäre so ein Untergrundclub und nicht so ein High-Glas-Club. Deswegen bin ich mit Thelma gekommen, weil Thelma kennt sich eher mit den Untergrundclubs aus. Aber na, passt schon. So konnte sie sich hier auch mal ein bisschen umsehen. Ich habe ein bisschen nachgeforscht und die Gesichtserkennungs-KI stammt wohl von BrokerTech. BrokerTech? Das ist eine der größten Softwarefirmen der Welt. Die machen sich nie die Finger schmutzig. Wenn die Erpressungsmaterial von den Kellys kaufen, ist das eine große Sache. Alles, was die KI hier sammelt, landet direkt in der Zentrale von BrokerTech. Um die Daten zu bekommen, müssen wir dahin. Und dafür können wir jetzt mal wieder Jon nehmen. Der hat ja sonst noch nichts Richtiges gemacht heute. Ah doch, der hat den einen, der hat Sam befreit. Na gut, er hat doch was gemacht. Bereit für die Freiheit zu kämpfen? Alles für die Sache, was? Aber das ging halt so smooth durch, dass ich schon wieder vergessen habe. Und da habe ich schon wieder Sam statt Val gesagt. Er sollte wirklich nicht Sambal mit Nachnamen heißen. Val Sambal. Naja, ist auch ein hübscher Teich. Und hier muss ich nach oben. Oder muss da nur ein Bot rein? Du hast BrokerTech erreicht. Marktführer bei innovativer Software und KI-Technologie. Gegründet von CEO Sky Larsen mit gerade mal 25 Jahren. Das nenne ich Ehrgeiz. Dort drin muss so viel Erpressungszeug aufbewahrt werden. Das Zeug hat keine Macht mehr, wenn es überall bekannt ist. Ich nehme an, das ist genau das, was unsere 404-Freundin im Sinn hat. Geht klar. BrokerTech machen wir einfach mal weg hier. Das ist aber hübsch. Oh, BrokerTech hat so ein schönes Hauptquartier hier in London. So, hierfür müssen wir erstmal was aufmachen. Blub, blub, blub. Blub. Blub, blub. Entsperrt. Auch den Alarm ausstellen. Und dann gehen wir einfach mal ran. Und hier bin ich auch schon mal eingebrochen, weil ich einen Technikpunkt mitnehmen wollte. Ich habe das ganze Erpressungsmaterial und... Meine Güte, sind Menschen widerlich. Wie ist dieser Politiker, der so auf Familienwerte pocht, wohl findet, wenn seine SM-Sessions öffentlich werden? Ach, finden wir es doch einfach raus. Das Material ist jetzt geleakt. Echt cool. Alles klar, Beckley. Du hast nicht mehr nach... Stell dir vor, du hast so eine KI, die einfach so von sich aus entscheidet, jo, das Material, das legen wir jetzt. Das hat richtige Auswirkungen. Da hätte man wenigstens noch mal kurz ein bisschen hin und her evaluieren können, aber nein. Beckley weiß natürlich, was richtig und gut ist. Gut, Mission abgeschlossen, Initiation. Mission gestartet, 404, not found. Tada, her mit dem Krypto. Ich wollte sagen, dass es ein undankbarer Job ist, aber jemand hat uns gerade ein Video namens vielendank.mp4 geschickt. Also ist es wohl ein dankbarer Job. Zeig mal. Das war dein erster Auftrag für 404. Das erste Peer-to-Peer-Aktivisten-Netzwerk im Dark Web. Es ist mein Netzwerk. Ich vergebe die Aufträge. Mehr musst du nicht wissen. Ich bin niemand. Ich bin Naut. Und ich bin mit deiner Optik verbunden. Also sehen wir mal, wer du bist. Moment. Bist du von DedSec? Oh, das ist verdammt cool, Mann. Ja, schon besser. Das Glück ist uns heute hold, DedSec. Die Welt ist am Arsch. Aber wir können die Dinge in Ordnung bringen. Ich bin im Somerset-Haus und überwache Aufträge. Komm dahin. Wir reden. Bis dann. Okay. Es wird spannend. Wer war das, Bagley? Ich habe Nauts Namen und Gesicht durch die üblichen Datenbanken gejagt und das Ergebnis war nichts. Oh, Naut. Okay, ich hab's kapiert. Ich glaube nicht, dass wir die Dame treffen sollten. Wir können ihr nicht trauen. Meiner Ansicht nach ist es das Risiko wert. Sie scheint ein echter DedSec-Fan zu sein. Und ich hab sie lieber zum Freund als zum Feind. Wenn sie nicht zu Zero Day gehört, weiß sie vielleicht, wer es tut. Und wenn sie zu Zero Day gehört, ist es vermutlich eine Falle. So oder so, wir kriegen neue Informationen. Allerdings. Dann mal los. Hey, Val. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, während ich Auto gefahren bin, wurdest du eine Minute danach entführt. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Ah, muss ich da wieder hoch? Kann ich nicht rüberklettern, aber... Wir haben Londons Taxis automatisiert. Wir haben ihre Optics mit Bentley ausgestattet. Jetzt erwartet sie unsere neueste Übrigens, Bagley ist so eine Art Siri und das hat scheinbar jeder, aber unser Bagley ist krasser. Alles klar, also ich kann gerade nicht aufhören zuzuhören bei dieser ganzen BrokerTech-Propaganda. Finde ich eigentlich alles cool. Okay, BrokerTech, ich hab's verstanden. Stell dir vor, du musst hier arbeiten und das hörst du den ganzen Tag. Nutzen Sie das
Das wäre mir irgendwie zu anstrengend. Naja. Naut? Hey, du hast es geschafft. Soll ich zurückrufen? Was? Ach, er. Ja, er dachte, ich wäre ein Eindringling. Ich habe das klargestellt. Okay. Also wegen der Nachricht, die ich geschickt habe. Vielleicht war ich ein bisschen zu aufgeregt. Oh, halt's Maul! Ich bin einem großen Job auf der Spur. Mhm. Zu groß für das Gesocks, das 404 verwendet. Dieser Job ist anders. Gefährlicher. Wer ist es? Ich sag's dir. Aber zuerst muss ich dir vertrauen. Und du mir genauso. Okay? Also, ich schick dir einen anderen 404-Job. Damit wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Yeah. Woher weiß ich, dass diese Ziele es auch verdient haben und dass sie uns nicht reinlegt? Oh, sehr gut. Du stellst die richtigen Fragen. Vertrau mir. Ich informiere mich. Ich kenne jeden Job in- und auswendig. Und sie sind alle Teil des Problems. London, der Welt, wird es mit unserer Hilfe besser gehen. Gut. Entschuldige mich. Ich muss diesen Deppen wegbringen, bevor er zu Kräften kommt. Bis dann. Alles klar. Klingt, als hätten wir eine potenzielle Zusammenarbeit mit dieser gemeinen, aggressiven, geheimnisvollen Frau. Denk mal drüber nach und wir reden darüber, wenn du aus dem Somerset House raus bist. Guter Plan. Ja, ich hab verstanden. Ihr habt unsere Optics mit Bagley ausgestattet. Ich muss mir auf jeden Fall noch diesen Technikpunkt dort holen. Oh, der Technikpunkt ist irgendwo drunter. Okay, okay, okay. Das machen wir jetzt trotzdem noch. BrokerTech. Da ist er. Nein, zu KIs! Nein, zu KIs! Alarm deaktivieren! Raus hier! Was mache ich jetzt? Das Mädel ist auf keinen Fall bei Zero Day. Sie ist vermutlich zu verrückt für die. Sie ist unkonventionell, aber die Ergebnisse können sich sehen lassen. Von einer Zusammenarbeit würden wir wahrscheinlich profitieren. Wenn ihr beschließt, Minijob-Hacktivisten zu werden, unterstütze ich euch, weil ich buchstäblich keine andere Wahl habe. Ja, gut. Dann werden wir das jetzt auch noch schnell machen. 404 not found, bringen wir jetzt noch zu Ende. Ach, das dauert. Egal. Ich habe ja keinen Schnellreisepunkt in der Nähe. Der ist wahrscheinlich irgendwo hier und ich habe den noch nicht entdeckt. Also muss ich dann wohl hier. Da bleibt mir wohl keine andere Wahl. Los geht's. Ich finde die ganz lustig. Die ist mir ein bisschen zu gefährlich. Keine Ahnung, man weiß ja nicht, wer sie ist. Man weiß gar nicht, warum dieser Wachmann dort war. Ob sie sich bei sich zu Hause befindet oder ob sie wirklich irgendwo eingedrungen ist. Keine Ahnung. Aber eins steht fest, ich werde niemals in diesem Spiel fahren können, aber ich komme halt von Ort zu Ort, das reicht ja wohl. Und ich überfahre nur selten Leute. Und Leute überfahren ist ja in Ordnung, solange man schön aussieht, nicht wahr? Seht ihr? Den habe ich nicht überfahren. Und dann gehen wir hier einfach mal rein. Yeah! Gott, ich liebe die NPCs, wenn sie Sachen schreien. Ich bin da. Sehr gut. Es geht um Folgendes. Im Nexus Tower steht ein Quantencomputer, der von Albion verwendet wird. Er simuliert die zivile Reaktion auf große Ereignisse. Massenverhaftungen, Deportationen, Bombenanschläge. Verdammte Scheiße. Sie lassen Simulationen laufen, um zu sehen, was unbemerkt bleiben kann. Das ist hochgradiger Faschismus. Ein ganz fieses Gerät. Zerstöre den Quantencomputer, das ist der Auftrag. Alles klar, legen wir los. Ja, ich bin jetzt einfach mal so eingedrungen, das ist mir ein bisschen zu stark bewacht für meinen Geschmack. Ein paar Leute töten hat noch niemand geschadet, finde ich zumindest. Ich ja nur meine Meinung. Kommt da jemand? Ja, da kommt jemand. Jo. Ne, das war mir einfach zu gut bewacht, da bleibt mir keine andere Wahl. Wenn du da oben bist, dann gehe ich hier hoch und tarn mich einfach mal. Überraschung. So, das wär's jetzt auch, ne? Ja, so kann man auch easy in so ein Gebäude eindringen. Und ist da noch der hier? Und Selbstschussanlagen sind nämlich nicht so mein Fall. Und den Alarm sollte ich vorher noch deaktivieren. Das wäre ganz smart, weil, keine Ahnung, ich will nicht, dass Alarm ausbricht. Mal das hier, das wird wahrscheinlich mein Ausgang sein. Das hier ist der Alarm. Warte, der Alarm ist immer noch an. Entschuldigen Sie bitte. Ach, hier ist noch ein Alarm. Hallo, darf ich den nicht hacken?
Oh. So ein Ding schon wieder. Sag mir nicht, die haben hier schon wieder irgendwelche Security-Maßnahmen getroffen. Wo kommt's denn her? Von hier. Dann geht's da rum. Offensichtlich muss ich... Nein, nicht ausschalten. Ich wollte dich gerade hacken. So. Machen wir diesen. 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 Und dann brauchen wir noch einen zweiten. Den wir irgendwie umlenken müssen, dass er so macht. Und dann haben wir diesen. Das sollte es dann auch gewesen sein. So. Die mal mit ihrer Security. Ich habe ein schönes Gebäude hier. Keine Ahnung, wer sich das wieder ausgedacht haben soll, aber... Auf jeden Fall brauche ich noch den Technikpunkt da oben. Gibt's einen Weg, dass ich nach da oben kommen kann? Bestimmt, den muss ich noch finden. Da hinten ist eine Treppe. Du bist ein Naturtalent. Als nächstes warten wir darauf, dass Naut sich wieder bei uns meldet. Aber warte nicht hier. Das wäre eine Scheißidee. Allerdings. Ja, da hast du recht, Berkeley. Aber ich will noch den Technikpunkt mitnehmen und die Maske im Optimalfall auch. 20 Minuten suchen später. Nach unten führt, dann gehe ich raus. Dann kriege ich den Technikpunkt halt jetzt noch nicht. Dann muss ich hier vielleicht nochmal mit einem ausgerüsteten Spinnenbot rein, den ich werfen kann. Nee, hier geht sowas von nach unten. Und ich bin wieder unten. Okay, egal. Dann gehen wir mal raus. Sehr gut. Ich freue mich, dass wir eine vertrauensvolle Basis haben. Ich zeige dir den Auftrag, den ich gerade untersuche. Geh zur GBB. Du solltest sie problemlos finden. Er kontrolliert diese kleinen Roboterbienen. Komm schon, du verarschst mich doch. Das hast du gesehen? Ja, das sage ich doch. Ich habe gesehen, wie der Imker eine der großen Drohnen ausgeschaltet hat. Er hat die Bienen geschickt und bäm, sie gingen in die Luft. Ich muss sagen, das klingt ganz schön mal. Gerne mal selbst sehen. Okay, du kennst scheinbar den Imker. Und wo du gerade den Imker ansprichst, ich habe im letzten Part gefragt, welchen Bereich wir als nächstes einnehmen sollen. Niemand hat geantwortet, dementsprechend stelle ich die Frage immer noch, welchen Bezug soll ich als nächstes einnehmen? Camden, den oder den. Und der Imker, von dem gesprochen wurde, den findet man in City of London. Ich werde jetzt noch Nauts großen Auftrag entdecken, das zu Ende bringen. Aber in der Folge ist keine Zeit mehr, um noch einen Bereich einzunehmen. Weil diese 404-Mission, die hat irgendwie länger gedauert, als ich dachte. Wie weit muss ich eigentlich gerade fahren? Ich hätte auch mal hingucken können. Das ist ja am anderen Ende der Map. Komm, das wird jetzt Well machen. Well hat lang nichts mehr gemacht. Du bist dran. Was machen wir denn heute? Well ist vielleicht nicht der beste Kandidat für den Job, weil das ist ja der große Auftrag. Aber komm, die anderen Aufträge, die gingen eben auch klar. Okay, ich musste bei dem letzten eben ziemlich viel schießen und... Na, egal. Well wird das schon schaffen. Der kommt zurecht. Der hat sich nur einmal entführen lassen. Ja, das ist ja nichts. Ja, warum machst du beim Fahren nicht die Augen auf? Ah, Entschuldigung. Getötet! Ah, verletzt wäre besser gewesen. Es tut mir immer so leid, aber ja, mit dem Wagen kann man nicht so gut kontrollieren wie die Taxis. Wer kauft sich so ein Fahrzeug? Was soll denn das? Wer ist schuld? Wer ist nicht so ein guter Fahrer wie ich? Daran liegt's. Dann rufen wir mal eine Frachtdrohne. Ich brauche zwar keine Frachtdrohne, weil hier ist so ein Aufzug, aber ich traue diesem Aufzügen nicht mehr. Ich bin einmal gestorben, weil der Aufzug leicht meinen Charakter angeditscht hat. Das ist mir zu heikel, das mache ich nicht nochmal mit. Ah, die GBB. Früher galt sie als beste öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt der Welt. Jetzt gilt sie als, und ich zitiere, ziemlich scheiße. Da findest du Nauts großen Auftrag. Strenge Sicherheitsvorkehrungen. Uns bleiben nicht viele Möglichkeiten. Auf dem Dach ist ein Zugangspunkt. Den sollten wir nutzen können. Hier brauche ich einen Schlüssel. Und den Schlüssel kriege ich dort. Easy. Hier klauen wir erstmal ein bisschen was, weil klauen kostet nichts. Dann gehen wir hier zum Hub. Privates Event, Halle A, okay. Gucken wir mal rein. Alles, was sie ausmacht, spielt sich im Gehirn ab. Ihre Liebe, ihre Furcht, ihre Träume, sogar die Unartigen. Alles elektrische Signale, die zwischen ihren Ohren hin und her laufen. Dieses Ding hier ist leistungsfähiger als jeder Computer. Doch es hat seine Grenzen. Ich sah, wie meine Mutter an der Motoneuronkrankheit starb und... Dadurch habe ich realisiert, dass wir alle sterben müssen. Aber was, wenn wir das ändern könnten? Sagen wir,
Wir können ihr Gehirn scannen für einen Upload der Neuralkartierung in die Cloud. Tja, das wäre das Ende allen Leids. Das Ende des Todes und der Beginn einer neuen Gesellschaft, in der Krieg, Unterdrückung, Krankheit, Sorgen der Vergangenheit wären. Hallo. Hey, warum? Mein Name ist Sky Larson, die CEO von BrokerTech, und das ist Daybreak. Da Sie sich alle für unsere Warteliste angemeldet haben, möchten Sie sicher sehen, wie Daybreak funktioniert. Doch zuerst bitte ich die Techniker um die Unterbrechung der Live-Übertragung. Schließlich sollen keine ungebetenen Gäste Aufnahmen von Interna machen. Daybreak ist ein Darstellungssystem zum Scannen Ihres... Hey! Aufnahmen von Interna. Darüber möchte ich jetzt einmal sprechen. Sie hat selbst gesagt, das Ding in unserem Kopf, unser Gehirn, ist leistungsfähiger als jeder Computer. Und da ist schon das Problem. Deswegen kann man mit aktueller Technik nicht das Gehirn scannen und auf irgendeinem Computer hosten. Das geht gar nicht, weil wir gar keinen Computer haben, der leistungsfähig genug ist, um das Gehirn nachzuahmen. Aber Watch Dogs ist ja sowieso eher so Science Fiction. Hier ist mehr möglich, als in Wirklichkeit auch möglich wäre. Da ist der DedSec, der große Auftrag. Moment mal, du willst dir Sky Larson vornehmen? Wirklich? Oh, viel mehr als das. Das Problem ist, Larson wurde seit fast 2 Jahren nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Und man kann kein Hologramm töten. Ich habe versucht, sie aufzuspüren. Ich habe auch ihr Haus hier in London gefunden, aber... Tja. Larson ist ein Genie, Mann. Sie hat die gesamte KI revolutioniert. Sie hat Bagley erschaffen. Warum sollten wir sie ausschalten? Eine Menge. Aber das solltest du selbst sehen. Ihre Villa steht in Westminster. Was du da zu sehen kriegst... Sie hat die Verbindung getrennt. Bagley, kannst du Sky Larsons Haus finden? Aber sicher. Ich übertrage die Koordinaten. Ich bin ziemlich neugierig, was Sky in ihrem Haus versteckt. Es hat Nao ziemliche Angst eingejagt. Okay, ich finde, das ist ein ziemlich guter Cliffhanger für die nächste Folge. Ich habe jetzt nämlich auch schon wieder 1 Stunde lang aufgenommen. Das Video soll nicht zu lang werden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!